Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Too Dark. So, ich werde gleich den Strom anstellen und dann versuchen wir mal hier links rum zu laufen statt rechts rum. So, okay. Jetzt brauche ich aber einmal die Lampe. So, da ist eine Falle, Vorsicht. Hier muss ich jetzt kurz warten. Oder ich gehe mal so durch und riskiere es. Oh, geschafft. Was ist das? Oh, wir haben ein Brecheisen gefunden. Das ist doch ziemlich geil. Ah, ich brauche ein Brecheisen. Wow, 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 wow. Okay, ich habe etwas gefunden. Der Schlüssel zum Tresen. Da ist sonst nichts. Oh Gott. Bitte komm jetzt hier nicht durch. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr kämpfen. Aktion, für die du deine Hände brauchst. Interaktion, die du... Okay. Okay, ich bin gerade mitten in meinem Kampf. Wow, ich bin schwer verletzt. Kann ich mich irgendwie heilen? Und woran erkenne ich überhaupt, wie es mir geht? Interessante Frage. Woran erkenne ich das? Ah, wir haben nochmal eine extra Taschenlampe gefunden. Der Hebel da startet wohl den Geisterzug, aber der Strom fehlt. Da ist sonst nichts. Okay, aber mir geht's mega schlecht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, natürlich ist es nicht gut, aber... So, jetzt ist der Strom an. Und jetzt könnten wir hier den Geisterzug fahren lassen. Das bedeutet für uns hauptsächlich, dass wir jetzt hier durchgehen können, glaube ich. Hier ist nichts Nützliches. Wieso mache ich die Dinger überhaupt auf? Okay. Komm zurück, das ist nicht gefährlich. Ich will nur ein bisschen üben. Ich versuche mal schnell... Uah. Verdammt, der hat das gehört. Schnell zurück, schnell zurück. Okay, ich warte mal. Oh Mann, oh Mann. Er guckt sich das ein bisschen an. Er guckt es sich sehr lange an. Ach, die drehen da immer eine Runde. Hm, interessant. Dann versuche ich einfach mal hinterher zu runden. Er sieht echt, echt mitgenommen aus. Also unser Charakter, meine ich. Hm. Ich weiß nicht. Nee. Irgendwie dreht nur der eine. Doch, jetzt. Okay. Okay. Ich kann das jetzt gerade... Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Verdammt. Okay, ich versuche einfach mal hier zu bleiben, in der Hoffnung... dass die mich nicht bemerken. Haha, die spielen lustig zusammen. Interessante Liste. Einige der Namen klingen vertraut. Eine Liste von Petronellis Kunden. Kann ich denn hiermit irgendwas... Die Tür wird mit einem Hebel geöffnet. Ah! Okay. Was? Kommt schon, Kinder, das ist echt Fahrt. Was sehe ich denn da? Einen unerwarteten Besucher? Bist du hier, um die Darbietung des großen Antonio zu sehen, mein Freund? Ich will hauptsächlich mal speichern. Spiel gespeichert. Ach, das sind die Kinder. Oh mein Gott, was macht er da mit den Kindern? Ich nehme mal die Waffe. Ich kann momentan nichts tun. Ich komme hier nicht durch. Die drei sind gut erzogene kleine Welpen. Hehe, das wird Doug gefallen. Oder muss ich irgendwas anderes machen? Die Tür wird mit einem Hebel geöffnet. Ja. Ach, da! Verstehe. Ah. Was ist das denn? Moment. Wo ist der Typ denn hin? Er ist weg. Ich habe schon gar keine Munition mehr.
Habe ich noch mehr Munition irgendwo? Ich glaube nicht. Au, wow. Ich kann das Kind nicht tragen, meine Hände sind voll. Du sollst das Kind auch gar nicht tragen. Du sollst den Typen verprügeln, Mann. Was ist das? Der Clown ist gemein, ich will nach Hause. Oh, Julie, tut mir sehr leid. Was stellst du dich mir denn auch in den Weg? Ach, ist eingepennt. Oh, boah, okay. Gespeichertes Spiel laden. Ja, ich bin mir sicher. Okay, diesmal weiß ich ja. Okay, jetzt schnell hier durch. Okay, ich versuche diesmal zu warten, bis der Clown wirklich in der Nähe ist und ich ihn auf keinen Fall verfehle. Ich glaube, ich habe ihn jetzt... Ja! Ich habe ihn jedes Mal getroffen und ich habe jetzt Petronellis Schläger. Das ist ja cool. Okay, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier umschauen. Beziehungsweise... Ich gucke mal, ob ich noch einmal rauchen kann oder ob ich dann direkt sterbe jetzt. Weil das soll ja schlecht für die Gesundheit sein. Nee, ich lebe noch. Das ist ja super. Okay, ich mach mal das Licht an. Okay, hier hinten sieht es ganz gut aus. Was haben wir denn hier? Ein Foto von Antonio Petronelli, ein heruntergekommener Clown und wichtiger noch, ein echt kranker Mensch. Aber wirklich. Okay, hier haben wir Kerzen. Ihr habt recht, wahrscheinlich kann man auch die Kerzen benutzen. Aber... Oh, hat mir das Schaden zugefügt? Okay, ist hier noch irgendwas? Hier sind nochmal Batterien, das ist natürlich super. Okay, also hier sind nur ein paar Kleinigkeiten zum Einsammeln. Was haben wir denn hier? Aha. Manchmal musst du dich sehr leise bewegen. Bring den Cursor näher an Smith oder drücke die Umschalttaste, um zu schleichen. Ach so. Ja, aber da brauche ich... Da muss ich doch die Kinder mitnehmen jetzt, oder? Ich probiere das mal. Wie war denn das nochmal? Ich muss zu dem Kind? Ich kann das Kind nicht tragen. Bring dieses Kind zum Ausgang des Levels. Okay, ich kann auch mit dem Kind jetzt... schleichen. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist, das jetzt mit jedem Kind machen zu müssen. Aber dann mache ich es halt. Okay. Oh, da ist ja noch eins. Da ist noch ein Kind. Und ich dachte, hier wäre der Ausgang, aber es sieht gar nicht so aus, als wäre hier der Ausgang. Oder doch? Ich glaube, ich bringe die Kinder vielleicht erstmal hier rein. Oh, wer ist das denn? Da sind ja noch Schergen. Das ist aber nicht gut. Wie kann ich dich denn jetzt loslassen? Bleib hier, okay? Was ist das jetzt? Der Schlüssel zu den Zellen. Ah! Und eine Liste von Personen wieder. Und auch hier klingen wieder einige Namen vertraut. Okay. Was haben wir hier denn noch? Ich brauche ein Brecheisen. Ach so, das hätten wir ja. Okay, super. Nochmal Batterien. Ich werde schon mal nachfüllen. Was haben wir hier noch? Du hast einen Hinweis gefunden. Einen Lieferschein. Das hat ein Ausrufezeichen. Das Dokument zu einer Lieferung. Es enthält verschiedene Informationen. Sylvia Scarlett. Okay. Du sollst die Klappe halten. Ehrlich. Ich versuche dir hier das Leben zu retten, ja? Nicht atmen. Nicht atmen. Na, na, na. Die Tür... Nein! Du sollst es nehmen. Oh, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schleicht. Tut mir echt voll leid. Ich habe ja einmal voll ins Gesicht geschlagen. Oh, Manu. Das war keine Absicht, sorry. So.
Seid alle still. So. Jetzt bleib hier, okay? Jetzt wäre eine Kippe recht. Nee, wir versuchen es erstmal ohne Kippe. Wenn nicht, mache ich ein bisschen Cut. Ich habe Hunger. Vielleicht hätte ich denen noch ein Bonbon geben sollen. Ich weiß es nicht. Hä? Ah. Okay. Ist gar nicht so schlimm hier eigentlich. Ich glaube, ich muss nur da unten ein bisschen leiser sein. Der Rest geht schon. Okay, ich mache aber wieder aus. Obwohl, nee, ich mache an, um da durchzulaufen. Okay, kommst du mit? Kommst du mit? Ich weiß nicht. Und nochmal ein Bonbon? Okay. Gib mir das Bonbon. Ja, ich will es euch ja geben. Aber ihr müsst echt leise sein, okay? Bitte macht nicht so viel Lärm. Bitte macht nicht so viel Lärm. Vielleicht sollte ich hier jetzt doch einmal. Moment. Oh, bitte überlebe, stirb nicht. Okay. So, meine Lieben. Wir laufen jetzt sicherheitshalber leise, okay? Boah, ihr macht so einen Lärm. So, und jetzt hier lang. Seid leise. Ja, ich weiß. Shh. So. Puh, okay. Wir haben jetzt also 4 Kinder. Und alle sind jetzt ausgewählt. Aber ihr wartet jetzt erstmal hier. Okay? Ich gucke mir die Lage nochmal an. Weil irgendwie sind hier ja noch welche. Wir haben da wohl ein Kind verloren, der in dem grauen Pulli, der wie eine Maus gequiekt hat. Ich finde seine Kiste nicht. Oh nein, der war so süß. Und er hat gut gerochen. Findet diese Kiste. Oh. Okay, also am besten von hinten quasi, ne? Am besten von hinten mit dem Brecheisen. Huch, was ist? Scheinbar sind wir gerade sichtbar. Aber die bleiben da ja alle in der Gegend. Oh. Scheiße. Oh, Kacke. Das wäre so cool gewesen. Ich sehe nichts. Ich glaube, da ist irgendwas, aber... Okay, so komme ich halt nicht. Oh! Nein, ihr Oh, wie süß. Ich glaube, sie halten sich an den Händen. Das ist voll niedlich. Oh, scheiße. Na, wenn ich jetzt nicht sterbe, dann weiß ich auch nicht. Ja, naja, war ja irgendwie klar. Oh nein, die Kleinen. Sie denken so, na super, jetzt unsere einzige Chance hinüber. Gespeichertes Spiel laden. Ja, ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich glaube, wir können hier eigentlich, ich probiere es jetzt mal, noch laut langlaufen. Ich muss aber ab hier dann leise. Genau. Und dann müssten wir das locker schaffen.
Ja, das sieht doch gut aus. So. Und dann bleibt ihr alle hier. Verstanden? Alle hier bleiben. Okay, so. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten. Was war das? Der Schlüssel zu den Zellen. Der läuft jetzt erstmal da lang. War hier denn noch... Okay, ich könnte höchstens... Ich sehe nichts. Okay. Die ist ja immer noch am Leben. So, jetzt ist er aber tot. Also, eigentlich dürfte er mich da nicht sehen, außer man sieht mich. Dann sieht er mich. Das könnte natürlich auch passieren. Aber eigentlich bin ich hinter der Kiste versteckt. Okay. Ja, das hat geklappt. Das ist ja super. Eine Taschenlampe und ein Brecheisen. Dann würde ich ja jetzt mal sagen, werde ich nochmal eine Qualm. Hoffentlich überleben wir. So, okay. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, wie wir die anderen erledigen sollen. Oh, ach so, okay. Den habe ich jetzt auf mich aufmerksam gemacht. Okay. Oh, verdammt. Vielleicht muss ich ja gar nicht alle erledigen. Oh Gott, das wird niemals gut gehen. Oh Gott. Wo gehen sie jetzt hin? Oh nein. Oh! Scheiße. Okay, nochmal. Gespeichertes Spiel laden, ja. Okay, sehr interessant. Was könnten wir jetzt denn machen, damit das besser klappt? Ich weiß es einfach nicht. Ist echt schwierig. Der sieht mich doch, oder? Oder sieht er mich dann nicht? Ah, okay. Ich brauche ein Brecheisen. Nein, du sollst jetzt gar nicht mit einem Brecheisen arbeiten. Au! Oh, verdammt. Okay. Gespeichertes Spiel laden. Nochmal. Hm. Oder da unten. Wartet mal. Ich weiß halt nicht... Ob er mich sieht. Dann könnte ich einen Bonbon nach links schmeißen. In der Hoffnung, dass nur er das hört. Ah, scheiße. Ah, verdammt. Okay, aber vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, oh. Nein. Was macht er denn jetzt? Na super. Hat nicht mal geklappt. Er hört es nicht. Das gibt's doch nicht. Ich versuche jetzt mal, ob ich ihn doch von hinten... Ah, man kann die Bonbons wieder einsammeln. Das ist ja sehr praktisch. Okay, das ist ja jetzt geil. Den haben wir erledigt. Dann versuche ich jetzt mal hier entlang. Und dann da rechts.
Dann müsste ich den eigentlich von hinten ganz gut erwischen können, wenn nichts mehr schief geht. So. Och, Manu! Habt ihr das gesehen? Ich hab doch von hinten. Es hat irgendwie nicht geklappt. Okay, aber ich mach das wieder so. Wartet mal. Halt jetzt ein bisschen anders. Ich mach's so. So war das eigentlich nicht geplant. Oh, Hilfe. Nochmal. Okay. Na? Kannst du dich mal entscheiden? Nein! Verdammt, verdammt. Ich muss schnell weg. Oder langsam eigentlich. Oh nein, nicht das. Eine Leiche wurde entdeckt. Scheiße. Ja! Super! Wir haben es endlich geschafft. Meine Fresse. Es war ja eine schwierige Geburt. Aber jetzt haben wir es. Die vermissten Kinder von Gloomiditch. Oh. So, jetzt haben wir dich noch. Ist hier was? Da ist sonst nichts. Mann, das ist echt, echt nicht ohne das Spiel. Okay, da ist nichts weiter. Der Clown ist gemein, ich will nach Hause. Kein Problem, Leute, ich bringe euch alle nach Hause. Halt den Schlüssel in der Hand. Okay. Warte noch kurz hier. Warte. Ich hole noch kurz die anderen. So, Leute. Kommt alle mit. Voll geil. Ich bin jetzt mega, mega zufrieden. Das ist natürlich immer gut, wenn ein Spiel so schwer ist, dass man es schaffen kann. Aber trotzdem nicht so schwer, also so schwer, dass man ein zufriedenes Gefühl hat, wenn man es geschafft hat. Wisst ihr, was ich meine? So, wir warten auf die Kinder. Nie herausfinden, da ist doch der Ausgang. Aber haben wir jetzt auch wirklich alle Kinder? Oh, Luna ist ein bisschen langsamer. Ich glaube, weil ich sie geschlagen habe. Und? Hier müssen noch Kinder gerettet werden. Okay, und wir haben noch nicht genug Hinweise. Na gut, dann werden wir natürlich nochmal speichern, meine Lieben. Und dann werden wir uns nochmal umschauen. Ich nehme an, in der einen oder anderen Kiste ist vielleicht noch ein Kind. Und ja, die müssen wir uns natürlich noch holen, ne? Das ist ja wohl Ehrensache. Na gut, ihr Lieben, dann bis zur nächsten Folge von Too Dark. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.